Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Dich von diesem riesigen Schwert in Acht! Auf seine Feuerbälle auf. Die sind brandgefährlich. Thank you.
gemacht, Bruder. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rudania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Denk immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin. Damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Link, ich danke dir. Du hast alle Titanen zurückerobert und die Seelen der Recken erlöst. Sie werden bereit sein, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon kämpfst. Und ich warte auch auf dich.